Schnittstelle für Sixo Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Was? Okay. Ja, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Alien-Folge. Gerade mit dem... Sie sollten nicht hier sein. Trophäe habe ich erhalten, okay. Gerade mit dem Drücken der Aufnahmetaste geht da die Tür auf und wir sind jetzt hier im Zug drin. Na super. So, letztes Mal war es ja richtig aufregend, ne? So, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Alles klar. Hi. Ripley? Ist das Ripley? Ja. Ich bin's. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Gut. Durch. Was? Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Ja. Lass mich erstmal kurz gucken. Wir haben jetzt hier. Okay. Hier ist offen. Und es geht hier hoch. Oh. Karte, juhu. So, und in die Richtung, alles klar. Ist hier noch was? Wie es aussieht, nicht. Oh. Fenster gehen auf. Da ist die Sonne. Wow. Alles klar. Sie, hey Sie, brauchen Sie Hilfe? Was? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Schön. Bin gleich da. Ja. Immerhin mal wieder ein paar nette Menschen hier. Das Alien ist nicht die einzige Bedrohung auf der Station. Ach was. Da sind ja auch noch diese Androiden. Die nerven auch. Finden Sie einen Weg in die Scan, Ersen, so und so, Krankenstation, okay. Ja? Hi. So, hier ist Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ist gut.
Also mal finden, wo der ist. Ach, da ist einer. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Ah, hier zum Beispiel. Teufelaffenbatterie. Na super. Ist voll. Upsala. Okay. Gut. Dann gehen wir durch das Rohr, durch den Lüftungsschacht. Na schön. Gut. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. Hoppala. Hier ist nix. Okay. So. Das ist offen. Oh, hier haben wir wieder eine Karte. Hallo? Nein, Schlüsselkarte wird benötigt. In Ordnung. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Okay. Ich bin gleich da, Doktor. Oder wie ich die ansprechen soll. Es piep. Es piep. Ah ja. So. Ich bin Coleman. Ripley. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssen den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Mollys Büro. Na gut. Dann. Hier ist nichts zu machen. Okay. Aha. Na los, ja. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Wirklich? Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hat. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Gut, aber ich komme hier trotzdem hier mal um. Ja, hier piept es wieder. Schön. 30 Meter weiter und wir können wieder speichern. Das ist schön, die sind ja richtig gut verteilt. Wenn man mal irgendwie kaputt geht durch irgendwas, dann wird man nicht hier minutenlang zurückgeschmissen. Merk es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen?
Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten... Nein, nein, das ist der falsche Weg. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kuhlmann, Ende. Okay. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber lass mich doch einfach mal gucken, du Dödel. Haha. Vielleicht gibt es ja hier was zum Einsammeln. Guck mal, hier geht's ja sowieso in die Runde und so weiter. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Sie stehen auf einem Hügel. Ihre Heimat liegt unten im Tal. Was? Sie sind weit davon entfernt, können es jedoch deutlich sehen. Sie wissen, Sie können zurückkehren, wenn Sie dies wollen. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Welche Karte haben wir denn da jetzt bekommen? Da unten. 3309. Okay. Wieder mal irgendein Code für irgendeine Tür. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Rhythmus der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle, aber... Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Okay. Was haben wir denn noch hier für Räume? Sind die X'e da die Türen, die zu sind? Dann könnte ich die mal ablaufen. Warte mal. Ja genau. So, die ist dicht, dann haben wir da unten noch eine. Dann laufe ich die mal ab. Die ist auch dicht. So, wieso sind denn da zwei? Merkwürdig. Achso, dann ist noch eine von hier drin. Oder so. Nee. Ich würde mal sagen, ich habe gerade was eingesammelt. So. Dann kommt die nächste Tür jetzt hier lang und dann. Mal gucken. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Ja. Gerät ist unzureichend. Das ist die Tür. Alles klar. Ach, jetzt muss ich hier wieder ein kleines Minispiel machen. Na, wir haben mal andersrum gehen können, ne? Da unten. Strich. Da. Ja. Yippee-yay, ho. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Aha, okay, dann werde ich ihn noch finden. Vielleicht hat sie den irgendwo hier gespeichert. Medikamentenmangel, Fehler. Dr. Lingard wird benötigen,
Nein. Wir benötigen hier Stimulanzen-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coolman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Logs nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen. Je näher die Stilllegung rückt, können Sie mit Coolman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Das wäre toll. So, haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Ja. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Quarantäne, was? Dann verstecke ich mich mal. Ist ja was. Im Moment kommt da keiner. Im Moment ist da keiner zu sehen. Wieso bewegst du dich? Nö. Kommt nix. Okay. Das war das hier. So, dann haben wir hier beunruhigende Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein verwundbar und Lichtjahre von Gesetzesvollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseite dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Sie dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück zu den verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und den vergessenen Träumen wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner der Wasserpool fühlen sich getäuscht, angelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollen, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehends gespalten. Das jüngste Vorgehen der Kolonialmacht gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher an den Abgrund zu rücken. Fehler. Okay. Gut. Gucken einmal in die Runde. Nein. Hallo, Kollege. Was hast du gesehen? Na, gibt keine Antwort. Naja. Mein Auge juckt. So. Wir müssen wohin? Da unten klingelt das. Finden Sie Dr. Mord Schlüsselkarte. Die soll sich da unten aufhalten. Na schön. Also immer nur links halten. Oh. Nein. Oh. Ich bin da mal weg.
Kommt er gerade da raus, wo ich auf der Treppe bin. Na super. Es ist weg. Nein, ich höre es hier rumtapsen. Guck, guck. Da. Da ist es. Da ganz hinten geht es in einen anderen Raum. Okay, jetzt läuft es hier rum. Sehr schön. Zugangscode eingeben. Code eingeben. Welchen denn? Den von Dr. Morell oder wie? Nee, die hat da die Karte noch. Warte mal, welcher war das denn jetzt? Nee. Ja. Welcher Gruß war das denn? Das weiß ich doch jetzt nicht. Hier steht auch kein Name an der Tür, oder doch? Klar. Ach du Heilige. Nee. Was macht der? Was macht das Vieh? Oh shit, es kommt da rum. Oh oh. Ha ha ha. Okay. Weil ist ja noch eine Karte im Moment. Finden Sie Dr. Maus Schlüsselkarte? Ja, da. Mann, ich höre es doch hier irgendwo. Alter.
Gefahr ist nah, ja, aber. Oh, Bagge. Heilige Maria. lass mich mal hier unter. Alter. Du bist da am Speichern und bist genau neben dir, ey. Und der guckt aber gerade in die andere Richtung. Tap, 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 tap. Alter. Oh Gott. Jetzt ist er wieder im Schach verschwunden, aber meine Fresse. Ich soll da hinten rein, aber da ist zu und ach Mann, wie blöd ist das denn? Ja toll, hier steht da kein Code dran. Mann. Wie soll ich denn das jetzt rausfinden? Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss die Nummer haben, aber. Merkwürdig. Nee. Das ist jetzt auch kein Code. Nee. Warte mal, wo ist denn jetzt noch was? Okay. Hm. 8841. Vermisste Person. Weiß ich jetzt gar nicht. Wie zählt denn das jetzt hier? Acht, 841 ist es nicht. Eins, vier, fünf, drei. Eins, vier, fünf, drei. Nö. Nope. Die Person hat 2265. 2265. Nee. Dann haben wir unten 3309. Aha. Okay. 3309. Nee. Nee, da ja auch nicht dann. 6132. 6132. Nö. Ja, toll. Wie soll ich denn da rein, bitte? Nochmal nach rechts. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Hm.
Moment, wenn das hier jetzt Krankenschwester ist. Ne, warte mal, war die eine Krankenschwester hier? Nee. Oder so, wenn es 3309. 3309. Nee. Irgendwas ja auch nicht. Mann, oh. Habe ich hier vielleicht irgendetwas übersehen oder? Nee, aber der, ein Code war ja hier. Müssen wir uns den mal merken oder so. Das, das. Okay, 17:02. Krankenstation, okay. 17:02. Ach du Heilige! Den hört man jetzt aber gar nicht. Oh, er kommt. Oh, schnell hier unter. Ist aber nicht zu sehen. Aber ich höre ihn. Hallo? Wow. Hört man ihn rumstampfen, ey. Alter. Ah, hat der einen langen Schwanz, ey. Ach, zum Glück kann er mich nicht riechen, ey. Boah. Hallo? Noch scheint er hier zu sein. Okay, das ist irgendwo wieder im Lüftungsfach drin. So, lass mal gucken hier. Ha. Super. Tut. Okay. Finden Sie die EMP. Da ist die Karte. Okay.
Warte mal. EMP-Mine. Ey, wir können die Mine bauen. Okay, Ausweis haben wir. Okay, aber ich habe eine Karte gefunden. Hier 3773. 3773. Nee. Okay, die Karte war es nicht. Jetzt muss ich aber dahin. Genau. Wo ist das Vieh jetzt? Okay. So, müsste die Tür sein. Oder? Ja. So, und auch hier muss ich natürlich wieder. Mann. Kann das nicht? Nee, ne? 3773. 3773. Nein. Und das andere war was? 1702. Du Scheiße! Jetzt ist es doch wieder... Alter! Nee, hier ist nichts. Ach du Scheiße. Immer so knapp, ey. Alter Mann, geh weg, ey. Da ist was. Achso, kann man nicht ansammeln. Ja, ha. Toll. Wir kommen hier raus und dann links. Ach Mann, ey. Aber ich gehe mal hier runter, wobei. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Einmal subkutane Impfstoff. Ach Gott, wo ist denn das? Hier. Zweimal Sensor. Sensor hier. Einmal. Zweimal. Ladungspack 3. Okay. 1, 2, 3.
Und zwar mal Bindemittel. Das sagen wir hier. Eins, zwei, so. Wow, wir haben eine Mine gebastelt. Wenn ich doch jetzt einmal hier speichern könnte. Der krabbelt irgendwo in diesen Schächten rum. Jetzt ist natürlich lange Zeit hier nichts, wo man was speichern kann. Was habe ich denn hier? A26. Morley. Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Morleys Rundgang. Dr. Morley, Dr. Morley, Dr. Morley. Okay. Das heißt. Ach, Gott, Gott, Gott. Ja, schön. Ja. Hier ist nichts, wo man speichern kann. Das ist natürlich. Ist hier noch was? Nee. Nee. Okay. Fotos von Familie. Hier noch Schränke. Einmal Bindemittel. Okay. Ja, das geht nicht mit. Könnte ich vielleicht mal irgendwo wieder was zu speichern finden? Diesmal ist das doch ein bisschen. Eieiei. Sogar Munition. Ist da nicht was von der Karte? Warte mal. Das sind doch immer diese Kartendinger hier. Jo. In Ordnung. Ach Gott, ey. Hier ist auch nichts zum Speichern. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Bitte. Meine Fresse. Wie knapp ist denn das jedes Mal, ey? Alter. Du hörst dieses Getapse, das da auf dem Gang ist, auf einmal zack. Alter, Tür geradezu. Guck dir da den Gang runter, ey. Alter. Ist der wahnsinnig?
das ist irgendwo noch hier auf dem Gang. Der ist noch nicht durch die Fächte wieder rein. Also. Oh Mann, ey. Nein, das ist noch hier. Oh Gott, ey. Der ist noch hier. Mann, verschwinde, du Mitzvieh. Oh Gott, ey. Ich bin jetzt hier. Ugh. Das aber nicht so speichern können. Das ist da oben. Oh, hinter mir. Oh, hoppala. Na schön. Ja. Ah, der tappt immer noch. Oh Mann. Alter. Taps, 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 taps. Hallo. Verschwinde doch mal hier von dem Gang da. Mann. Geh mal weg da von dem Gang. Oh Gott. Der kann auch mal hier weggehen. Wegen dem kann ich jetzt nicht speichern. Alter. Nee, hier ist ja so nichts. Verschwinde doch damit für jemanden. Tap, 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 tap. Hallo, wo bist du? Irgendwo im Schacht drin. Moment. Ah, ich gucke in die verkehrte Richtung. Wieso denn das? Nein, ich will da oben hoch, wo ich speichern kann. Das heißt, ich muss da lang gucken. Okay. Lass mich in Ruhe. Ich will speichern. Hab doch schon wieder hier ein paar Sachen gefunden. Ich glaube, da hätten wir eins, ja. Okay. Im Moment höre ich keinen Tramp-Tramp. Gefahr ist nah, ist mir egal, ich muss speichern. Frage ich nur Wiener. Weiß es nicht. So. Ah, gut. Dann höre ich jetzt mal auf. Alter. Wieder 50 Minuten. Aber ich muss jetzt nur so lange warten. Gut. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gucken. Und dann, ja. Ah. Bin ich mal gespannt, wie lange wir noch hier durchhalten. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bye bye.